Das ging jetzt richtig schnell. Jetzt sind gerade erst alle reingekommen. Ich will mal sagen, Xian war seit fast einem Jahr nicht mehr Imposter, ne? Starten also, direkt in die neue Map. Hallo. Ich glaube, er ist es. Wer auch immer jetzt Imposter ist, hat ein großes Problem. Ach schon mal, ich habe ganz vergessen, was ich am Muten muss. Ja, und jetzt sogar, muss ich mich muten. Oh Gott, wie ging das? Hilfe. Oh, wie habe ich mich denn auf Discord gemutet? Mit WASD kannst du übrigens steuern, so ich mute mich mal, ne? Scheiße, wie mute ich mich? Kann das nicht mehr. Hilfe? Stummschalten. Ja, jetzt bin ich gemutet. Okay, ich muss ja aufnehmen. Okay, ja, ihr seht schon, wir sind auf der neuen Map unterwegs. Und ich weiß nicht, was hier alles los ist und was man machen muss und keine Ahnung. Okay, ich fahre irgendwo hin. Ich dachte jetzt, das ist eine Mission gewesen, aber das ist gar keine Mission. Ich fahre einfach irgendwo hin. Was ist das? 1, 5, 6, 7. Ach, das ist komm, ne? 9, 8, 7, 8, 5. Hä? 9, 8, 7, 8, 5. Okay. Was ist das jetzt? Was musste ich da? Hilfe? Okay, ich glaube, wir müssen uns erstmal ganz gut umgucken. Ich habe keine Ahnung. Okay, da kann ich... Ich kann hier aber nichts machen. Ich habe Communication gedrückt und es ging nichts. Na gut, wir gehen mal hier runter. Oh, jetzt sind die Dinger wieder angezeigt. Okay, Collect Stick, Enter ID Code. Uiuiuiui. Wie war nochmal die Map? Da war die Map. Okay, oh, das ist eine große Map. Sehr, sehr schön. Bin mal echt gespannt, was wir hier alles erleben werden. Okay, das ist der normale Kram. 1, 0, 1, 6, 7. Ja, also das war Enter ID Code. Auto Alert ist, glaube ich. Digga, was ist das denn für eine riesige Scheiß-Map, Alter? Gute Runde, Leute. Wie schnell ging das denn ja, jetzt, hä? Das war jetzt richtig nichts. Sag mal. Alter. Ist der Cooldown also irgendwie falsch eingestellt, dass ihr so viel killen konntet? Ja, wir haben nur zwei, wir haben 7 Spieler und 2 Imposter, das ist schon viel. Ach so, zwei, und der Cooldown war quasi null gefühlt. Also da, Reggie, wo wir uns getroffen haben, hatte ich noch 5 Sekunden Cooldown. Aber ich habe noch nicht gekillt. Halbe Task geschafft. Wir können ja, Kill-Cooldown ist 25, das ist auf jeden Fall zu niedrig. Oh ja, ja. Der ist viel zu niedrig. 40 würde ich mindestens sagen. Ich wollte nur aussagen, ich hätte dich auch fast gekillt, Reggie. Ich würde sagen 45, weil die Map halt so groß ist. Ja. Ja. Geht klar. Die haben übrigens ein richtig geiles Update eingespielt auf der Switch-Version. Wenn man in den Menüs ist, taucht jetzt ein dicker Mauszeiger auf und den steuert man mit der Bewegungssteuerung vom Controller. Geil. Ja, das ist interessant. Das nervt etwas, weil der Mauszeiger ist wirklich sehr groß. Oh, ich entschuldige mich für meine Rumgehuste. Überdeckt alles. Oh Gott, ich konnte mich entschuldigen. Das ja, nee, weil das so kratzig ist. Ich habe vorhin, als ich das Auto eingeladen habe, es ist halt, also hier in der Gegend, es sind so viele Leute, die mit ihrem Holzofen und die Luft ist dermaßen verpestet. Du bist kurz draußen und du hustest danach einfach eine Weile rum. Es ist du darfst aber nicht dafür nicht entschuldigen, das ist nicht sehr sicher. Gleich mal Kachelmann auf Twitter anschreiben. Aber du hast einfach noch Corona und willst nicht zugeben. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte noch nichts davon, nichts, gar nichts. Same. Ja, Conan leugnet das einfach, alles klar. So. Ja. So, Moment, also jetzt bei 7 Leuten ist Schluss, wenn 3 sterben, oder wie? Jo. Das ist korrekt. Ja, es sind vielleicht ein bisschen, vielleicht machen wir einen Imposter, vielleicht reicht das aus. Ja, mal gucken. So, vielleicht schaffen wir jetzt mal ein bisschen mehr zu sehen von der Map. Eieiei. Okay, also der Lookout, dieses ID-Ding wäre wieder. Gehen wir da erstmal hin, weil da kennen wir uns jetzt schon aus, dass wir da hin können? Ja, ich denke schon. Da gehen wir schon mal hin. Jetzt ist auch der Cooldown runter. Also der Cooldown war ja insane. Das war nicht gut. So, den Weg kenne ich jetzt schon mal. Und hier ist dann das sogenannte Mining Pit. Okay, da müssen wir nichts machen, aber... Ja gut, das ist egal, weil wir können ja tatsächlich trotzdem weiter üben. Das ist jetzt gerade völlig egal. Okay, so. Also das ist ganz normales Zeug. Dann, ich versuche jetzt auch mal nicht, mich als Geist zu bewegen, sondern wie ich laufen würde, dass ich mir das einprägen kann. Hier ist eine Mission. Okay, was muss man da tun?
Okay, jetzt unterhalten die sich erstmal eine Weile. Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Also, Ropju und Counter waren gerade bei mir am Lagerfeuer und quasi direkt darüber lag Xian. Ich war beim Lagerfeuer. Bei wem auch immer. Ich war auch gerade beim Lagerfeuer und dann kam irgendwie so eine Wolke und dann war es irgendwie ganz schwarz. Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich war nicht beim Lagerfeuer. Was? Counter, war da nicht Ropju? Oder habe ich mich verguckt? Ich habe nur dich gesehen da. Also ich war bei diesem, wie heißt denn, dieses Seilbahn-Dingsums, da war ich gerade. Ich hatte diese, wie heißt denn das, diese Radiotask, wo du die Welle machen musstest und da oben ist dieses Band, was dich nach oben oder unten bringt. Sehen wir hier, was vielleicht habe ich mir auch verguckt, was wir machen. Auch sein. Ich kann mal sagen, was ich gemacht habe. Ich war eigentlich nur die ganze Zeit ganz links bei der Splash Zone. Da war auch sehr eine lange Zeit bei mir und Counter, die habe ich gesehen. Und da hatte ich drei Tars und dann hatte ich da in der Mitte hatte ich irgendwas mit Marshmallow, den muss ich da irgendwie ranhalten. Und ja, dann das muss ich halt... ja gerade auch machen. Ja, Sag mal, Nico, du bist gemutet, falls du das nicht siehst, ne? Okay. Ja. Ah ja, sehr gut. Ah, da ist er. Okay. Sollen wir irgendwelche Anhaltspunkte für irgendwas? Ich kann nur sagen, Counter war in der Nähe und war mit Xian zusammen. Ich aber auch, also ich könnte es auch. Ich hoffe, wir können die Runde noch länger spielen. Ich könnte auch nicht rausmessen, die da sind. Wir müssen halt auf den Random Mode. Ich muss lernen, was das schon ist, falls ich Imposter werde. Ich weiß gar nicht, ob wir die Votes öffentlich haben, also da, man das sehen kann. Weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht, aber ihr hört mich nicht. Wen sollen wir denn voten? Weil ich tot bin. Mich nicht, ich hab Task gemacht. Du bist Counterfight, ne? Ich bin immer Counterfight, ja. Ah, okay. Immer. Immer. Hat jemand einen Würfel oder so? Ich habe ein D20 hier. Ja, dann kannst du das. Wir haben fünf Leute, also kannst du da. Wo ist eigentlich dieses Lagerfeuer auf der Map? Wo wir gestartet sind. Direkt, wo wir gespawnt sind. Also. Achso, ja. Wir müssen voten. In 10 Sekunden ist das Vote vorbei. Also über Meeting dann oder mal was? Random, keine Ahnung. Okay. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein! Moment, das haben irgendwelche nicht gewotet, kann das sein? Ja, das wird jetzt schwierig. Oh, schick es dann Nico und das gleich. Das wird das Lust. So, ich will jetzt ich muss jetzt lernen, wie dieses Ding hier funktioniert, dieser Korb. Was muss man da tun? Was kann ich da drücken? Also ich kann nicht, ich weiß nicht. Was ist das? Wie interagiere ich mit diesem Ding? Ich kann mit der Maus nichts machen. Hä? Cool. Aro, ich hab mich gerade gefragt. Ich wollte gerade sagen. Was gibt auf der Map? Ich hab gerade meinen Button gesucht, aber es gibt der Jakak. Da wollen wir gerade wieder gespawnt sind. Ich habe noch eine Task gemacht und wir müssen wirklich voten. Ja, dann. Ja. Also, halt mein einziger Anhaltspunkt ist halt, Counter war in der Nähe. Das ist. Es war noch irgendwo anders in der Nähe, aber scheinbar habe ich mich verguckt. Scheinbar war es nicht Ropju oder Ropju verarscht mich. Ich weiß es nicht. Ich war safe oben rechts, das kannst du mir glauben. Wo war denn also da? Ich weiß gar nicht, wo eben die Leiche da war, ehrlich gesagt. Wo war die vom Feuer aus gesehen? Quasi, ja, nördlich, also quasi direkt darüber. Ja, ich bin schon einfach Counterfight und hoffen. Nein. Achso, gut. Bist du Imposter? Nein. Gut, dann nehmen wir, wie heißt der? Benny. Ja, wahrscheinlich. Okay, alles klar. Abgevotet. Viel Spaß. Ich will nicht mal zurück. Er hat das höchste Level, von daher, das ist hat was von Killer. Ja, wahrscheinlich, wenn ich das höchste Level. Jetzt haben alle geskippt, pass auf. Benji hat mich gewotet und okay, ja, ist in Ordnung. Tschüss. Tschüss. So ist das geil. Oha. Ui. Jawoll! Okay. Aber ich war wirklich oben. Okay. Ich hab direkt als erstes Conan gekillt, damit ich schön in der Aufnahme hier. Ne? Ich hab genau eine Task machen wollen. Ich weiß bis jetzt nicht, wie sie funktioniert. Das ist perfekt auf jeden Fall. Richtig. Geile Runde. Zweimal im Poster. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt los ist. Ich würde fast sagen, dass wir die Mappers mal. Ich würde fast sagen, dass wir die Mappers mal kennenlernen können. Mache ich mal nur einen im Poster. Ja. Also zum Glück hat sich gerade keiner dafür interessiert, was ich eigentlich gemacht habe, weil ich hätte, ich habe halt keine Ahnung von der Map, ne.
Ja, ja. Ich wollte auch gerade sagen, ja, ein Imposter ist, glaube ich. Ja, wir machen mal gerade einen Imposter, dass wir erstmal alle die Map kennenlernen. Ja, einer ist sowieso einen killfreudigen Imposter, also ganz niedrigen. Ja, aber dann vielleicht Cooldown 40 Sekunden, nicht 45? Ja. Ehrlich gesagt, zwei Imposter würde ich auch erst ab 8 Leuten machen, das macht doch so einen großen Sinn. Das merkt man, dass es sehr schnell gerade ging. Ja, ist ja in Ordnung, ey, dass du verloren hast, das ist ja nicht mein Problem. Okay, let's go. Leute. Vielleicht schaffen wir jetzt mal eine Runde, der wir die Map kennenlernen. Oh, bitte lass mich nicht Imposter sein, ich will nicht. Doch, okay. Jetzt ist wieder Nico. Jetzt ist wieder Nico. Ich liebe Among Us. Endlich wieder Among Us, Leute. Ist das nicht geil? So, ich bin mute. Okay, sehr gut. So. Es ist okay, jetzt haben wir da oben bei Communications haben wir jetzt zwei Sachen. Dann gehen wir doch da gleich mal. Ah, ich habe hier auch bei Storage gleich mal was. Okay, das kennt man. Das ist nichts Neues. Sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall machen. So. Ui. Okay. Was gibt's jetzt hier zu tun? Okay, das kennt man auch. Oder... Hä? Es muss doch in die Richtung gehen. Hä? Oh, jetzt, okay. Und dann haben wir die Leiter hier. Was muss man da... Okay, keine Ahnung, was man... Ah, okay, das ist jetzt wieder so ein... Die muss gerade machen, okay. Gut, das ist easy. Aber dieser Korb da unten, der ist jetzt leider nicht mehr am Start. Ich weiß nicht, wie dieser Korb funktioniert. Hier gibt es den öfter, da wäre auch einer. So, Upper Engine. Okay, ich habe einfach drei Sachen rausgenommen. Sehr interessant. So, was haben wir hier? Das ist die ID, das kennen wir auch schon. 7006. Okay, Gott, jetzt ist hier alles erledigt erstmal. Irgendwie, dass ich die Karte so oft aufmache, aber ich kenne mich halt nicht aus. Logischerweise. So, was haben wir hier unten? Ah, okay, das kennen wir auch. Ist auch nichts Neues. Das gibt's, glaube ich, in Dings. In Mira HQ gab's das, ne? Jetzt müssen wir in Greenhouse. Das war interessant. Da ist irgendeine Mechanik passiert. Wenn mir nichts sagt. Da kann wahrscheinlich der Imposter irgendwelche Sachen machen. So, was ist das? Ah, okay. Wenn ich länger drauf drücke, dann zupfe ich das. Okay, das ist jetzt auch nicht das Problem. Ach, wenn man auf diese Pilze läuft, macht man so ein... Ah, okay. Da kann man sich wahrscheinlich dann darunter verstecken. Oder wird nicht gesehen. Ja, da wird man nicht gesehen. Oh, das ist krass. Okay, Laboratory. Kaum nehme ich auf, kriege ich eine E-Mail. Es ist unfassbar. Egal, was ich aufnehme. Ach, scheiße. Kaum nehme ich auf, kriege ich eine E-Mail. Okay. Scheiße. Fuck. So. Okay, ich hab die gerade die ganze Zeit gesucht, weil ich habe irgendwo im Süden der Map Vitals gefunden und die sind beide schon länger tot. Ich... Counterfight, Counterfight oder Xehanort sind das. Einer von den wo beiden. Hast du sie denn gefunden? Ja. Also Fight und ich sind gerade bei daneben Upper Engine. Ja, Und Xehanort ist es. Also ich bin's nicht, aber was macht dich denn so sicher, dass es Counterfight oder ich sind? Ich bin es nicht, Conan war es nicht, Nico kann die Leiche nicht hinterlassen haben, Fight hat reported, du bist es. Ich hab übrigens. Ja. So, ich bin fertig, mach was ihr wollt. Ich hab noch das super Alibi. Ich konnte überhaupt nichts machen, weil ich beim Benutzen der Leiter in den Berg reingeklitscht bin. Ja, ich habe nämlich gerade einen Task gemacht in Upper Engine und hab gedacht, hey, wie ist Fight denn da hingekommen? Mein Alibi ist, dass ich eben 40 Sekunden lang in dem längsten Longtask aller Zeiten hing, weil ich musste Fische angeln und danach kochen und alle 10 Sekunden die wenden. Das war richtig genau. Lasst euch nicht belabern, hat diese Task. Hat irgendjemand schon diese komische Task mit dem Korb voller Kristalle gehabt? Übrigens, ja. Was muss man da machen? Ziehen. Den nach oben ziehen. Ich check die nicht. Du musst die Kristalle raushämmern.
Raus, also immer wieder draufklicken oder was? Ja, immer wieder draufklicken. Ah, okay. Ich habe übrigens, ganz kurz, ich habe übrigens Robschu gewotet, Begründung, er geht mir auf den Sack. Alles fair. Ja, das ich meine. Also Robschu war am Anfang recht viel bei mir, ist mit mir rumgelaufen. Also das heißt mit mir nicht, aber eher hinter mir rumgelaufen. Ja, aber ich habe Robschu auch mehrfach gesehen. Danach habe ich ihn verloren, also keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich habe einfach random gewotet. Also, kann nicht viel sagen, außer dass ich halt Tasks mache. Außer, dass du stinkst und nicht voten willst, das kannst du sagen. Ach so, ich muss voten. musst du nicht, kannst du es auch lassen. Aber ich wüsste jetzt halt nicht, wer hier... Nee, ich skippe. Was? Oh Gott, jetzt habe ich mich gewotet. So skippt man nicht. Ich muss wieder lernen, wie man skippt. Bitte ja gut, aber das, effektiv wäre das das gleiche gewesen, wenn du geskippt hättest. Effektiv vote ich gleich nochmal im Emergency Meeting Xehanort. So. Ach Gott, so, mute. Der Skip-Knopf war irgendwo unten, ne? Hä, was ist das? Oh, das ist... Ach, das ist... Okay, das ist keine Mission. Das ist der Emergency-Button. Ach Gott, ey, das ist... Hilfe. So, vielleicht schaffen wir es jetzt hier in dieses Laboratory-Ding reinzukommen. Da kann man nur so rumlaufen. Also, das gibt keinen anderen Weg hier rein. Okay, das ist interessant. Und dann... Okay, das kennen wir. Das kennen wir. Okay, so viel dazu. So. Ich darf keinen Kristall zusammensetzen. Ist richtig, weil wir Alexian rausholen müssen. So, bin fertig. Ich hätte gerade übrigens fast versehentlich dieses Emergency-Ding. Ich dachte, das ist eine Mission, weil es auch geblinkt hat. Ich hätte den fast rausgelöst. Da steht doch groß Emergency genau, dran. Ja, ich hab's dann ja auch gemerkt, als ich es angedrückt habe. Der Dude macht einfach genau das, was er sagt und kommt damit auch noch durch. Das ist So, was ist jetzt passiert? Ja, gar nichts. Mach, was du willst. Kannst das ich bin noch völlig lost. Okay, dann mache ich, was ich will. Bitteschön. Jawohl. Gerechtigkeit, endlich. Ich glaube zwar nicht, dass er ein Post ist, aber ich habe gemacht, was ich wollte. Dann ist ja gut. So will ich das auch. Ach, verdammt. Okay, es war jetzt spielerisch gesehen sehr dumm. Aber ich muss die Map erstmal kennenlernen. Ich kann mich gerade überhaupt nicht aufs normale Spielen konzentrieren. Ich muss erstmal die Map kennenlernen. So. Eigentlich wäre es jetzt schlauer gewesen, zu einer anderen Task zu gehen, weil die hier wissen wir ja schon, wie die funktioniert. Ne? Dass man sich erstmal die Tasks anschaut. Oh, da hinten war Fight gerade. Oh, jetzt sind die... Nö. Komm, Sabotier. Okay, aber ich sehe trotzdem, wo ich hin muss. Okay, ich muss hier... Ah, das ist das, was ich vorhin gesammelt habe, ne? Das muss ich jetzt schneiden, sozusagen. Das heißt, es gehört noch zu der gleichen Task? Ah ja, das gehört noch zu der gleichen Task. Okay. So, war hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier war nichts weiter im Moment. Was man tun könnte, müsste, sollte. Okay, hier wird dieses Angeln. Muss ich scheinbar nicht. Ich sehe halt nicht, wo die anderen Tasks... Ich weiß, die waren irgendwo hier, waren mehrere Tasks auf jeden Fall. Aber wo es jetzt nicht gelb ist, ist keine Task. Hier, kann man hier mit den ganzen Sachen interagieren, wenn man den Task da hat? Weiß es nicht. Oh, da ist wieder der Wasser-Dings. Oh, Alter. Entschuldigung. Ey, meine Stimme ist... Das ist echt krass. Du bist ganz kurz draußen und es ist so eine rauchige Luft. Es ist unfassbar. Was die Leute mit ihren Öfen gerade rauspulvern. Es ist echt krass. Oh, das gehört auch zu der Task. Das ist die gleiche Task, die... Hä, ich hab das doch... Wieso hab ich das jetzt nicht... Ich hab das doch hingesetzt. Okay, ich hab Nico gekillt. Also ein Shapeshifter, der aussah wie ich. Ah, oh, es ist Fight. Es ist Fight, weil ich habe Conan eben... oh Gott sei Dank, okay. Ich wollte gerade sagen, kann es nur Fight sein. Es ist Fight, weil ich habe Conan eben... ich habe dich eben auf den Kameras gesehen, beziehungsweise... Also die Kameras sind hier keine Kameras, sondern es ist so ein dickes Fernglas. Und du warst irgendwie... Du warst gerade links... Also hallo, du warst darf ich grade... auch mal zu Wort kommen? Nee, darfst du nicht. Xehanort kann natürlich gerne behaupten, dass er es war und sich selber als Shapeshifter gesehen hat, während ich ihn dann da gesehen hatte. Das ist natürlich absolut richtig. Das ist richtig. Auf jeden Fall hatte ich dich gerade im Westen der Map, also ich stand gerade an diesem Fernglas und hatte dich im Westen der Map, also links neben dem Lagerfeuer gesehen, Conan.
So vor, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden. Ja, ich bin auf jeden Fall da oben richtig. Ich bin bei, wie heißt der Quatsch? Dropship wollte ich gerade. Und als ich aus dem Screen rausgekommen bin, stand der Shapeshifter hinter mir und ich habe die Leiche gesehen. Okay, wo hast du die Leiche gefunden? Ach Gott, warte. Lookout. Da stehe ich gerade. Mm-hmm, okay. Ich habe Veit gesehen, als ich unter Laboratorium nach links gelaufen bin, da ist er irgendwie nach rechts gelaufen. Wie heißt die Karte hier? Fungle, also F-U-N-G-L-E. Du kannst doch Tab drücken, dann siehst du die Karte. So. Was du dir jetzt gerade online suchen wolltest. Ja, ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich war. Ich war irgendwo im Südosten. Also Xehan könnte entweder jetzt halt wieder ein gutes Play machen und das ist natürlich ihm zuzutrauen, weil er halt ein guter Spieler ist. Aber ja. Ich muss jetzt halt wieder auf mein Bauchgefühl hören. Das war so, ist halt ungünstig, dass er sich in mich verwandelt hat. Wäre das Conan gewesen, wäre es ungemütlicher geworden wahrscheinlich. Du kannst viel erzählen. Das ist richtig. Ich finde, Xehan klingt ehrlich und wenn er mich jetzt verarscht hat, dann habe ich halt Pech gehabt. Was passiert? Wir sind alle gespannt. Das war eine Rute auf jeden Fall. Okay. Also, das mit dem Glitch eben, das war schon geil. Ja, das war ziemlich nice, ja. Ich dachte, mein Internet hat gespinnt, deswegen. Ja, ich hab vor allem dein Pad noch in gesponnen dem. Gesponnen heißt das. Gespinnt. Das heißt gespunkt. Gespukt. Gespulkt. So. Gespulkt! Fuck! Gespulkt. Ach ja. Okay, nächste Runde. Ich habe immer noch lange nicht alle Sachen gesagt. Also ich finde, ich habe gut gespielt. Ja, ist okay. Ist okay, Rob. Absolut. Ja, ich wollte doch, du bist sehr gut ausgestiegen. Ja, ich wollte dem Imposter doch nur helfen, weil er so alleine war. So, jetzt bin ich wieder richtig. Immer noch Crewmate, sehr gut. Das heißt, wir können noch lernen. Okay, Splash Zone, guck mal, da sind gleich zwei neue Sachen, die wir noch nicht hatten. Da gehe ich doch direkt mal hin. Okay, was ist das? Ah, das muss ich dreimal machen. Okay, und wir sind stärker geworden. Hui! Einfach mal eine Frisbee weggejagt. Gut, so, beim Meeting Room, nee, bei The Dorm ist was. Ah, ja, das ist das. Ah, das ist so eine nervige Task. Weil das ist so komisch, also die Steuerung ist halt wahnsinnig merkwürdig. Also was heißt merkwürdig, aber das fühlt sich einfach nur nach Zeitverschwendung an, diese Task, ich weiß nicht. Die macht keinen Spaß und die ist einfach nur so, man will sie weghaben. So, jetzt haben wir hier Pilze pflücken. Hä? Ich hab nicht... Wieso hab ich... Hä? Ich hab... Also ich war... Okay. Ist das irgendwas, ist das irgendwas, was der Imposter kann, das der andere verwandeln kann? Was war das denn gerade Wildes? Weil, also, diese Dinge, habe ich verstanden. So, die machen einfach Dings und das war's dann. Aber das war ja gerade sehr merkwürdig. Wo muss ich denn hin? Ach, hier, Laboratory. Ah, Laboratory sind jetzt zwei Tasks. Okay. Ah, jetzt muss ich... Okay, das gehört dazu. Und dann muss Pilz noch hier rein. Ja, okay, und jetzt ist die Task fertig. Alles klar. So, dann müssen wir den Quatsch wieder machen. Ach, Quatsch. Hier, der da. Der da. Und der da. Hallo? Oh, Reaktor. Okay, wo ist der? Ach, da hinten. Okay, dann müssen wir jetzt zum Reaktor laufen. Hilft nix. Kann ich hier durch? Ja. Okay, Reaktor wurde gemacht. Gut.
Dann gehen wir jetzt halt mal da hoch. Okay, und einer ist tot. Da ist eine Menge passiert gerade. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, dass sie auf einmal alle am selben Fleck waren? Da waren jetzt viele auf einem Haufen. Das ist natürlich... Da waren jetzt viele auf jetzt einem Haufen. Ungünstig. Ja. Ich hab mir Pop-Button gesehen und die Leiche war einfach also, in diesem Dunst von diesem Pilz drin wahrscheinlich, ne? Ja, wer war jetzt alles da? Gibt es Pilze, mit denen man sich in also, andere verwandeln ich war kann? Da. Ich war da, Nico, Reggie, Rob, wir waren eigentlich alle da, außer Conan, glaube ich. Ich bin von Laboratory, hatte ich gerade die Mission, bin ich Richtung Reaktor gelaufen, dann bin ich als auch bei euch gewesen. Ja, wir waren alle beim Reaktor. Ja. Ein Xehanort ging die Leiter runter und kurz danach habe ich einen Nico gesehen und dann habe ich aber euch alle anderen gesehen, also... Das Problem war, dass auch gerade dieser Pilz ausgelöst war, sodass man nichts gesehen hat. Ja. Also, ich kann euch folgen. Also, ja. Übrigens, Conan, es gibt einen. Conan und Benny sind Crewmates. 100%. Okay. Also, Conan glaube ich auch, dass er Crewmate ist. Xehan hätte mich killen können, aber er hätte auch Cooldown haben können an einer Stelle. Bei allen anderen bin ich mir absolut unsicher, hätten es sein können. Also, ich habe Conan und Benny beim Task machen gesehen, während ich auf einer Fernglas überwacht habe. Welcher Cooldown denn? Ist erst einer gestorben? Ja, stimmt. Meine Frage ist, okay, müssen wir voten oder nicht? Ich glaube nicht, dass es Xehan ist, weil ich glaube, wenn er es wäre, hätte er schon mehr Kills gehabt. Ich möchte nur wissen, ob wir schon voten müssen oder nicht. Nee, also es ist ein bisschen zwang, ich guck mal. 1 versus 5 geht noch klar. In meiner Meinung, dass ich noch 2 Tasks habe, also... Alles geschmeidig bisher. Ich habe auch nur noch 3 Tasks. Ich habe alles im Norden noch. Im Norden habe ich noch 4 Tasks. Ich habe noch viel zu viele Tasks. Ich bin einfach ziellos über die Map gelaufen eben. Also, aber ich bin Nico über den Pilz gelaufen, der mich verwandelt hat. Ich dachte kurz, ich bin doch gar nicht Imposter. Da war ich plötzlich jemand anders. Nee, du bist Crewmate, du bist egal. Ja, ist ja so. Wenn Conan und Benny jetzt sterben, macht es halt für uns keinen Unterschied leider. Aber... Ja, komm, wir schaffen das schon. Ja, das Problem ist, dass ich dir auch nicht traue. Jawohl, ich muss dann noch Dings ausmachen, dass man sieht, wer was votet. Ja, das ist eigentlich egal. Ich find's so lustig, ja. Ja, ich stimme im Monitor auf schwarz. Ja, wie ihr wollt, also ich entscheide mich für die Mehrheit. So, Mute, okay, ich muss in Nor. Ach ja, wir starten ja hier oben wieder. Das heißt, Storage ist hier. Ah, das ist das Wasserding, ne? Ah, das heißt aber, wenn ich jetzt hier das Wasser mache, geht es woanders nochmal weiter, ne? Ja, das war jetzt 1 von 2 und jetzt ist es da drüben in der Cafeteria nämlich wieder aufgegangen. Ah, okay. So, zack. Zack, wunderbar. Dann müssen wir jetzt mit dem Seilzug da hoch. Hui. So, und dann hier. Ah, Xehanort ist es. Er hat gerade vor meinen Augen Magic gekillt. Und dann ist der Pilz weg gewesen. Ja, selbiges kann ich über dich behaupten. Ja, mach was du willst, ich vote dich. So, fertig. Alles klar. Ich hab's alles gesehen. Klar. Okay, also ihr habt euch jetzt gegenseitig gewotet. Ja, was soll ich denn sagen? Nico hat gesehen, wie ich Nico... Ich hab erstmal Nico verfolgt, ja? Dann kam uns zweimal entgegen. Ja, und dann dann habe ich gesehen, wie Nico seine Task gemacht hat, weil keiner wird sowas Dämliches faken. Und dann war da Xehanort, hat er einen gekillt und dann habe ich halt reportet. Okay, ich habe Robcho und Nico verfolgt und dann ist einer tot umgefallen in dem Pilz. Und Ich habe das, was Robcho meinte, stimmt schon. Der Pilz war weg und ich habe ihn da am Ende noch stehen sehen. Okay. Ja, klar. Ihr könnt ja erstmal Xehan voten und wenn das falsch ist, macht einer hier Emergency-Meeting oder votet ihr mich raus? Das ist doch easy. Ja, man möchte ja nur niemanden Unschuldigen auf dem Boot verbrennen lassen. Ist doch scheiße. Außer dich vorhin, das war eine Ausnahme. Wir werden doch wiederbelebt. Ja, können wir gerne so machen, dann votet man erstmal Robcho raus. Dann. nee, Freunde, so nicht. Nee. Jawoll. Dass da jemand skippt. Bin ich gespannt, ob man dir vertrauen kann. Das war mega ungünstig. Ich dachte, du wärst gerade in dem Laboratory. Ich dachte, du wärst in dem Laboratory.
dachte, du wärst in dem Laboratory drin gewesen und ich könnte schnell Rachel killen und schnell weit wegrennen, ohne dass man es merkt. Aber ja, ich war ja auch drin, aber ich habe dann festgestellt, ey, Nico, mach die Task wirklich und fake das nicht, das wäre ja dumm. Ja, und dann hast du mich jetzt wieder umgedreht, scheiße, ja, okay. Habe ich mich mal kalkuliert, das war natürlich Maximum ungünstig. Hätte ich genauso gemacht. Und ich dachte auch, die Bonk-Cloud von dem Pilz geht noch länger. Oh ja. Ah, die hat echt interessante Tasks, die Map, also. Das stimmt. Sehr aber dieser Task mit dem Angeln, dieser Task mit dem Angeln und Fische grillen, der ist schrecklich, der dauert ewig. Okay, den hatte ich noch. Ja, den hatte ich. Ich durfte gerade Arm drücken. Sorry, dass ich Reggie so verdächtig habe. Arm drücken, sag ich schon hier, diese Handelbank. Das ging so anderthalb Minuten. Und es gibt einen Task, wo man erst irgendwas rechts machen muss und dann ins Laboratory und dann da so ein Ei platzieren und dann nochmal 30 Sekunden warten. Ganz ehrlich, eigentlich hättet ihr wissen müssen, dass ich es bin, weil ich habe einmal alle Imposter-Tasks durchprobiert, was sie machen. Ja. Auch gut. So, geiler Mohawk jetzt. Okay, let's go. Was ist da nochmal die, was ist aktuelle Aufnahmezeit nochmal kurz? 30. Ach, die Aufnahme läuft gar nicht, ups. doch, 30. Okay, cool. Yes, immer noch Crewmate. Ich muss mich noch orientieren. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Tasks, die ich noch nicht gemacht habe. Ja, guck mal hier nämlich, ne? Da geht's jetzt hier Mining Pit, da können wir da mal anfangen. Beziehungsweise oben haben wir Communications, haben wir zwei. Also ich glaube, das eine davon ist die Leiter. Die wäre theoretisch... Hätten wir die schon mal... Ja, okay. Das geht ja schnell. Mushroom Mix-Up Activated. Ah, guck mal, das ist was der Imposter macht. Jetzt bin ich nämlich eine Zeit lang gar anders. Und jetzt geht's wieder zurück. Das ist was der Imposter scheinbar macht. Das ist was der Imposter macht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oder es wird anders ausgelöst. So, das kann natürlich auch sein. Ah, da muss ich sauber machen. Okay, das kennen wir auch schon. Hallo. Ich wisch doch schon. So. Lookout. Das ist wieder der Dings, der ID-Code. Na ja. Okay, 1, 4, 5, 8, 4. Let's go. Reaktor ist eine Task, die kennen wir wahrscheinlich auch schon, aber wenn wir dran vorbeilaufen, lassen wir sie natürlich nicht aus. Ja, klar. Gut. Es ist kaum sabotiert. Will ich jetzt... ich versuche mich dran zu erinnern, wo die Tasks aufgeblinkt haben. Ich werde es wahrscheinlich gnadenlos nicht finden. Oje. Huch. War hier drin eine? Ah, sie gehen wieder. Ja, hier war gar nichts, ja. So viel zu meiner Erinnerung. Kompletter Müll, meine Erinnerung. Dann machen wir gleich mal das hier außerhalb vom Meeting Room. Da war irgendwas. Was muss ich hier tun? Okay, da muss ich irgendwas freischaufeln. Ah, dann nimmt man jetzt die Sachen wahrscheinlich wieder mit. Oder war es das schon? Ja, das hat's scheinbar... Ja, das war's, okay. Oh, ich muss angeln. Ich muss angeln, let's go. Wir lernen jetzt, wie man angelt. So, warum ist diese Task schwer? Okay. Fischi. 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 Ah, die geht noch weiter. Da muss man in die Kitchen mit den Fischis. Und jetzt muss man 10 Sekunden warten, bis die Fischis braten. Okay, alles klar. Und jetzt drehe ich die noch. Oh mein Gott. Das ist ja saudumm. Das ist ja wie hier Papas Pizzeria oder wie dieses Ding heißt. Da gibt es doch so eine Flash-Game, wo man so, also, irgend so ein Restaurant leitet oder was das ist. Ich meine, gibt es mehrere Varianten. Da unten war, okay. What? Ui! Also ich habe meine Task fast, oh mein Gott. Ja, ich habe auch noch eine. Durch.
Eben waren doch noch so viele da. Jedenfalls, die Leiche ist ganz unten rechts auf der Map. Wenn man vom Green aus unten rechts guckt, da ist ja eins so ein Rechteck, darunter ist noch ein Rechteck und rechts davon ist das. Ich habe auch gesehen, als ich vorbeigegangen bin, links von mir ist gerade noch ein Pilz aktiviert worden, also da war scheinbar noch irgendwer. Ich weiß nicht, ob der ganz frisch war, das kann gut sein. Nico habe ich gefunden. Nico habe ich länger nicht mehr gesehen, aber... Also, ich kann sagen, Reggie und ich haben den Reaktor hier gesaved. Hier, der... Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ansonsten... Wann war denn der Reaktor? Irgendwann war mal Communication. Der war nur ganz kurz, weil ich war ziemlich nah in der Nähe, als das aktiviert worden ist. Ich weiß jetzt, was ihr meint mit Angeln ist doof. Habe ich erst Angst, dass Reggie mich killt, aber dann ist er stehen geblieben und dann habe ich doch noch gedrückt. Ja, ich fand es erst ein bisschen komisch, dass es ein paar Sekunden gedauert hat. Ich dachte, du fakest das nur. Ja, ich habe es auch erst gefaked, weil ich nicht wusste, ob du jetzt diese Taktik machst. Ich lock die jetzt dahin und kill den dann einfach. Und deswegen habe ich kurz gezögert. Okay. Lass mal überlegen. Also, wen habe ich sonst noch so gesehen? Müssen wir jetzt voten eigentlich? Also, ich habe nur noch eine Task. Ja, wenn zwei noch sterben, ist vorbei. Also, einer darf noch sterben. Okay, also theoretisch können wir dann einfach die Tasks machen, ne? Ja, ich denke, das würde noch klappen. Oh, ja, Benny, weil das ich denke überhaupt nichts. Auch. Also, ich habe noch zwei Tasks, aber ich glaube, die gehen beide schnell. Ja, ich habe auch nur noch zwei Tasks. Einmal in Labor und Küche. Sagen. Okay. Ja, einer muss jetzt gelogen. Hey, ich hatte gerade eben schon was gesagt. Achso, okay. Ja, dann, also skippen wir, oder was? Ich würde skippen, hätte ich gesagt. Riskieren wir einen Skip. Ach komm, riskieren, dass ich mich selber vote. Ich tendiere dazu, dass es Conan ist, aber... Hä? Echt? Mal. Okay, warte. Wie, was, hä? Ach fuck, jetzt kann ich mal killen. Ja, wäre eh 2 zu 2 gewesen. Wieso denn ich jetzt? Ja, weil es lustig ist, keine Ahnung. Wie kommt er denn jetzt auf mich? Ich tendiere dazu, dass es Conan ist. Hey, ich habe nichts gemacht. Oh, das ist eine... Die setzt sich fort, die Task. Okay. So. Jetzt muss ich ans Lagerfeuer, was? Oh, Marshmallows aufspießen. Okay, dann habe ich jetzt alle Tasks weg, ja? Ihr Problem ist, wir müssen jetzt dingsen. Oder kann ich den drücken? Nein, natürlich nicht. Also müssen wir jetzt da hinten aufpassen, dass wir nicht gekillt werden. Nicht gut. Okay, doch gut. Wer ist es jetzt? Ich habe keine Task mehr, also ich bin fertig, ja. Ich bleib bei Reggie. Ich glaube, der ist es nicht, deswegen bleibe ich bei... Wo ist er hin? Er ist weg. Siehst du, ich wusste's. Okay, sehr gut. Ey. Ja, Gott sei Dank. Ich war noch am Überlegen, den Knopf zu drücken, weil, Robby, du hast dich am Ende doch da noch. Da hat er mich gerade noch gemacht, gekillt, ja. Weil Robby ist kurz stehen geblieben, dann ging der Reaktor los und da dachte ich mir, okay, ist es doch Robby. Achso, nice, okay. Ja, ich habe versucht, bei dir zu bleiben, Reggie, und dann warst du plötzlich weg, als dieser Pilz aufgegangen ist. Ey, diese Pilze, ne? Ey, das ist echt schwer als Einzelner. Aber als machen die Pilze eigentlich alles? Oder machen die nur dieses Verwandeln? Ich glaube, das sieht man nicht. Andere Leute außer sich selbst da. Ich glaube, ich habe übrigens ein kleines Problem. Hat da irgendwer schon mal den Task mit dem, wo man die Blumen wässern muss auf der Map hier? Nee. Ja. Okay, hat der bei dir funktioniert? Ja. Okay, ich musste, also ich habe es die ersten Male gar nicht hinbekommen. Ich muss quasi pixel-perfect exakt die Pflanzen treffen, sonst wässert er die bei mir nicht und schließt den Task. Das wirkt ziemlich stark nach einem Bug. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das Angeln ist echt nervig. Also ich saß da gerade 5 Minuten und habe versucht, das zu machen. Also Gott sei Dank habe ich es am Ende noch hingekriegt, weil sonst hätte die nämlich verloren. Ja, ich hab gewendet und dich gesehen, sag Rache, und dann habe ich ihn gekillt und dann bin ich schnell wieder weggewendet. Ja, wo gibt's denn hier Events?
Also ich war der Letzte, der noch einen Task machen musste, also deswegen. Ja, ich wollte Xeon auf jeden Fall töten, und er war am Anfang so schnell weg und dann habe ich halt einen gekillt und dann habe ich so drei gekillt, habe überlegt, soll ich jetzt einfach den Emergency-Ruf machen, um mich selber zu entlasten, aber 5 Sekunden später wurde der Nico gefunden. Ich fand das krass, die Map ist so groß, du kannst 3 Leute killen, keiner merkt. Aber Airship ist größer, oder? Also ich glaube. Wollte auch gerade sagen, Airship ist größer. Fungus ist, Fung-Dingens hier ist jetzt zumindest. Ja, ist eine große, aber nicht die größte, glaube ich. Vielleicht war es eine schlechte Idee. Die ist auf dem selben Level wie Polos, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen größer, aber nicht viel. Aber schon coole Map. Immerhin 3 Leute gekillt in einer Runde. Mach das mal. Ja, ich finde es interessant, dass es hier 2 so stark voneinander getrennte Abschnitte gibt im Prinzip. Ja. Okay, wollt ihr noch eine Runde oder sollen wir erstmal die Aufnahme beenden? Wir sind bei 40 Sekunden, Minuten. Eine Runde. Ja, klar. Okay. Gut. Würde die Parts nicht zu lange machen. Geht doch. Ich muss auch mal Imposter werden hier. Ja, denn du kannst ihn, wir spielen ja weiter, nur bitte kill mich von der Aufnahme her, meinte ich halt. Dann mach ich Task nicht. Einmal die Runde. Einmal pro Aufnahme muss ich auch mal sein. Wenn ich kill, ich mach die Task nicht. Also, jetzt, okay. Gut, ich kenne mich ein bisschen jetzt mit den Tasks hier aus. Jetzt gucken wir mal, was der Imposter alles so kann. Ich habe mich sonst auch immer zuerst hier hochbegeben. Das machen wir jetzt einfach auch, dass wir erstmal zur Ruhe haben. Dann kann ich in Ruhe gucken, was ich zur Verfügung habe. Also. Sabotage. Okay, das sind die ganz... Ah, hier unten ist wahrscheinlich dieses Verwandlungsding, ne? Kann es sein, dass das Verwandlungsteil ist? Ich drück's mal. Guck mal, was passiert. Ja. Dann bin ich jetzt jemand anders und alle sind jetzt sozusagen gerade verwandelt worden. Das geht automatisch dann nach einer Weile wieder weg. Alles klar, ich verstehe. Gut. Ich denke, dann werde ich versuchen, mir diese Pilze halt irgendwie zunutze zu machen, ne? So. Aha, der Reggie wurde gekillt und es war die Farbe grün. Ah, Nico war's. Okay, alles klar. Ja, echt? Ja, nee. Du bist ein Poster. Nee, ehrlich? Ich war überhaupt nicht in der Nähe. Wo war das jetzt? Greenhouse unten. Wie kommst du auf Nico? Da war ich noch nicht. Ich bin von links. Na, dann nicht. Dann skippen wir das auch. Okay. Ich kann Nico, ich kann Nico entdecken. Der war fast die ganze Zeit mit mir zusammen. Weil Nico ist mir gerade entgegengekommen. Ja, okay. Dann ist es vielleicht eigentlich ein anderer. Ist auch okay. Okay. Kann auch sehr not gewesen sein, wer weiß. Da das hast, du jetzt was, hast du jetzt was gesehen oder nicht? Ne, da ist ja ein Deckelrand und ich hab in meinem Auge war das die Farbe grün, aber es kann natürlich auch eine optische Täuschung sein. Ich glaube, Nico, ich war nicht in dem Teil der Möwe, ich glaube Nico auch nicht. Ich war Richtung Green, aber ich hab gesehen, wie ein Pilz aktiviert worden ist. Deswegen bin ich entweder Shapeshifter oder es war Conan, weil der hat was Grünes an. Ja, wie gesagt, ich habe nur die Farbe gerade so noch erkennen können, aber... Ja, ich bin doch schwarz. Keine Ahnung, ich war gerade... So wenn wir skippen, ist auch okay. Ach, die Jacke meinst du ist grün. Ah, ja, okay. Ja. interessante Aussage, aber okay. Komplett also von dir, Robschu, aber ist okay. Ja, ich mehr kann ich nicht sagen. Da wir ja skippen können, ist es ja in Ordnung, oder? Ja. Ich kann nur sagen, übrigens, was ich gesehen habe. Conan, du warst die ganze Zeit gemutet, weil, falls du was sagen wolltest. Ah, verflucht. So, ja, ich habe geredet. Ja, super. Okay, sehen egal. Wir in der Aufnahme. Tschüss. Scheiße. Oh nee. Ach Mann, jetzt haben sie nicht mitbekommen, wie ich Nico verteidigt habe. Ist das dumm? Jetzt habe ich mich. Oh, ist das dumm? Ach, ist das dämlich. Alter, das ist ja richtig dämlich jetzt. Mein Gott, was ist das denn hier? Ist das ein Vent? Das ist ein Vent! Es gibt hier Vents! Das wusste ich gar nicht, lol. Okay, pass auf, ich mach den Leiterkram. Wie ging das nochmal? Da musste man dieses Teil schlagen, ne? Und jetzt ist Nico dran. Was ich ihn noch finde. Ne, der ist weg. Scheiße. Ich glaub, Nico ist weg. Nein, Nico ist hier drüben. Ciao. Bis den jemand findet, dauert das bestimmt ewig. Oh shit. Ich muss finden, dass da oben jemand gefunden wird. Habe ich es geschafft, dass er jetzt hier hingegangen ist? Okay. Und jetzt habe ich hoffentlich
verhindert, dass so schnell er gefunden wird. Ich glaube, das war ein sehr strategischer Dings. Ich weiß es nicht. Bin mir unschlüssig. Ah, scheiße, hier komme ich nicht mehr raus. Ah, doch, ich könnte rauswenden, okay. Also als Wend kann man hier sich ganz gut bewegen sogar. Tschüss. Also die Map ist halt so weitläufig, ich glaube, hier kann man echt gut einfach killen, sobald man kann. Weiß es nicht. Mal gucken, was passiert. So, jetzt entwickle ich mich aber sofort. Das ist nicht wieder wie von. Das oh, war nee! Oha. Ah, fuck you! Wen denn? Warum? Was? Also ich habe Xehanort gefunden. Unterhalb von den Labs. Ja, das macht auch Sinn. Da ist er auch hingelaufen. Oh. Wir waren die Fischtask am machen und dann haben wir unsere Wege getrennt. Ach, scheiße. Und dann sind da noch zwei Tote. Ich raste aus. Ja, mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Ja, vorhin, als ich mute war, habe ich dich gefragt, Robcho, wie du auf Nico gekommen bist, aber es hat sich jetzt noch nie geklärt, weil Nico kann es nicht mehr gewesen sein. Ja, doch, hat sich selbst gekündigt. Dann wäre die Runde allerdings zu Ende. Ich habe auch keine Ahnung. Mann, es ist doch beim ersten sehe ich nicht genau, wer wegrennt. Beim zweiten verpasse ich den, der gekillt wird. Ist doch alles zum Kotzen. Ich will Conan, fickt euch. So. Tu, was immer dir beliebt. Ja, komm. Mein ganzer Plan ist auseinandergefallen, weil zwei tot sind. Ach, Mann. Also ich würde ja nicht riskant wieder auf skippen gehen, da die Taskleiste noch so voll ist. Ich habe keine scheiß Anhaltspunkte, außer dass der, den ich erwacht habe, ich habe Benny eine Zeit lang noch gesehen, der hat nichts Verdächtiges gemacht, aber das heißt nichts. Oh, Counterfight vertraue ich kein Stück, aber trotzdem will ich Conan, keine Ahnung. Also Counter hat mit mir zusammen den Reaktor geklärt. Ja, das heißt halt leider überhaupt nicht. Nee, das ist schon klar, aber ich wollte nur sagen, wo ich ihn gesehen habe, ansonsten habe ich ihn auch nicht gesehen. Ja, also, ach, ich habe die Qual der Wahl zwischen dir und Counterfight, das ist das Problem. Also wenn du nicht bist, ich bin's nicht, dann ist es Conan oder Benny. Ja, ich habe jetzt noch einen Vote gemacht, keine Ahnung, Alter. 10 Sekunden, viel Spaß, viel Glück. Ich bin einfach nur sauer jetzt. Schwierig. Dass Xehanort gekillt hat, das war echt unehrenhaft. Ich probier's jetzt mal. Es ist unehrenhaft, Xehanort zu killen. Haben wir jetzt geskippt? Ja. Tschüss! Robcho, du musst mir mal besser zuhören, Robcho. Ja! Ich probier's jetzt mal, sagt er einfach. Du musst mir mal besser zuhören, dann hättest du gewusst, dass es Conan ist. Dann hättest du es gewusst, weil du meintest, es war grün und ich meinte, Conan hat ein grünes Oberteil an. Ja. Das habe ich. Ich weiß, aber Nico ist halt auch grün. Ja, aber der ist jetzt ja tot gewesen. Ja, aber der war tot! Ja, ist ja. Ich weiß! Der Einzige, der jetzt noch grün gewesen ist, der weglaufen konnte, war ich. Warst du wirklich gemutet eben? Oder war das? Ich war tatsächlich gemutet. Also, das war tatsächlich unabsichtlich. Nur weil ich nicht gesagt habe, dass ich. Das merkt ihr auch gleich in der Aufnahme. Also, gleich. Deswegen habe ich ihn ja gewählt. Nur habe ich das nur nicht erwähnt, weil das eigentlich. Weil ich rede mit euch, als ob ich mit euch normal reden wollen würde. Und ich habe nicht gemerkt, dass ihr nicht auf mich antwortet. Ich hab echt so das Gefühl gehabt, wir kommunizieren miteinander, obwohl ich gemutet war. Das war sehr interessant. Dieses Phänomen gibt es häufiger in Voice-Chats tatsächlich. Conan ist schon Stufe 3, grenzte mir. Hauptsache gewonnen, ja. Aber Xehanort zu killen, das war echt nicht cool, Digga. Das war nicht schön. Hätte jeden anderen ruhig killen können, aber nicht ihn, weil darauf hat meine ganze Strategie basiert. Ja, dann Aufnahme-Session. Ne? Aufnahme und so? Da war auch was. Ja, ich würde sagen, wir schließen hier die Aufnahme ab und machen dann einen neuen Part. Geil. Okay. 50 Minuten mehr, denke ich, reicht für eine Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind noch ein bisschen auf Funkel unterwegs. Und ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Taiwan ist kein Land.